Nach einem Brand auf einer Fähre in Indonesien sind fast alle Menschen an Bord gerettet worden. Das Schiff war auf dem Weg nach Sanana gewesen. Das Feuer brach kurz nach dem Ablegen aus. Die 275 Passagiere und Besatzungsmitglieder sprangen über Bord. Alle bis auf einen zunächst vermissten Mann konnten in Sicherheit gebracht werden. Im Inselstaat Indonesien sind viele Fähren im Einsatz. Wegen geringer Sicherheitsstandards kommt es immer wieder zu Unglücken.